Am Morgen ist bei uns mit 3 Kindern immer viel los. Das braucht Energie, aber sie steht an erster Stelle. Und Energie, die habe ich. Nach meinem Übersetzungsstudium an Uni Genf habe ich im Finanzbereich, beim Bund oder Staat und in der Bildung gearbeitet. Ich habe immer mehrere Sachen gleichzeitig gemacht. Heute bin ich bei Woodwas Leiterin vom Kompetenzzentrum Sprache in Unternehmenskommunikation. Woodwas ist eine sehr dynamische Firma und interessiert an ihren Leuten. Man hört dem zu, man kann sich einbringen und man kann echt etwas bewegen. Und Bewegung ist mir wichtig. Ich bin ein Teamplayer und bei Woodwas bin ich mit drin. Wir helfen, motivieren und unterstützen einander gegenseitig. Und ich gebe am liebsten meine positive Energie weiter. Es ist so schön zu sehen, wie der Team Spirit ansteckt und alle auf ihre eigene Art motiviert. Zusammen sind wir stärker und kommen weiter. Mein Team und ich sind für die mehrsprachige Kommunikation und Übersetzung zuständig. Jeder kann bei uns eine Übersetzung oder einen Text bestellen. Es ist spannend, was wir bei Woodwas alles für Berufe haben und was die alles an Kommunikation brauchen. So haben wir sehr viele verschiedene Texte und Themen, von Versicherung über Immobilien zu Werbung oder neuen Technologien. Ich lerne jeden Tag etwas Neues und das finde ich super. Zum Ausgleich mache ich Sport über den Mittag mit dem Coach von Woodwas und mit anderen Kollegen von anderen Abteilungen. Das gibt mir wieder Power und Energie für den Rest des Tages. Auch wenn wenig Zeit bleibt zum Essen, wir essen gerne zusammen etwas auf unserer Terrasse mit der super Aussicht auf den See. Wir arbeiten sehr modern, mit verschiedenen Tools und haben schon einige auf unsere spezifischen Übersetzungsbedürfnisse angepasst oder neu geschaffen. Wir haben sogar eine eigene Übersetzungsmaschine entwickelt, die dank künstlicher Intelligenz automatisch übersetzt und selber immer wieder Neues dazulernt. Wir haben die Freiheit, uns zu organisieren, wie wir wollen und haben darum die Neuheiten auch gerade selber eingeführt. Wir gehen mit der Zeit und sind vielleicht sogar ein bisschen voraus. Die Technik nutzen wir aber vor allem als Unterstützung. Im Zentrum bleibt immer noch der Mensch, der Austausch und die Zusammenarbeit im Team. Nach dem Arbeiten treffen wir uns auch noch gerne zu einem Apéro und sind einfach gerne zusammen. Wenn ich am Abend heimfahre, habe ich ein gutes Gefühl, etwas erreicht und etwas bewegt zu haben, sei das menschlich oder beruflich. Und ich freue mich auf daheim und auf die positive Energie der Familie. Und Energie, die brauchen wir alle.